It's Anya time. Hallo, da wären wir wieder. Ich wurde diese Woche zweimal gefragt, wie man denn einmal seine Passion selbst findet, sodass man sich beruflich ausrichten kann in eine Richtung, die man selbst als sinnvoll erachtet. Und zum anderen, wie man andere Menschen dabei unterstützen kann, auf ihrem Weg sich in Flow zu bewegen, ihren Flow zu finden und ob es da nicht Modelle, Maßnahmen, Methoden gibt, um diese Menschen zu begleiten. Während ich darüber nachdachte und mich einerseits mit diesem jungen Menschen unterhielt und andererseits hier auf LinkedIn auf die Frage von Saskia versuchte zu antworten, fiel mir ein, dass ich ja schon vor einigen Jahren da versucht habe, irgendwie drumherum irgendwelche Aufgaben und Methoden zu entwickeln, wie man denn Menschen enablen kann oder helfen kann, selbst in Flow zu kommen. Und dazu hatte ich damals, 2012, den Flowshower entwickelt auf der Basis von meiner Dissertation und habe versucht, das ein bisschen umgangssprachlicher zu formulieren und den Menschen wirklich damit einen Mehrwert zu generieren. In dem Zusammenhang gibt es halt auch ein paar Modelle. Und eins davon ist die Learning Model Canvas. Die Learning Model Canvas kann man sich am Rechner aufrufen und ausdrucken, sodass man sie bearbeiten kann, ähnlich wie die Business Model Canvas. Kennt ihr die Business Model Canvas? Da, beziehungsweise Link ist unten. Und ähnlich wie die Business Model Canvas kann man die auch hier ausfüllen. Die Learning Model Canvas zielt darauf ab, seine digitale Identität zu finden, beziehungsweise nicht zu finden, sondern seine eigene Identität zum Ausdruck zu bringen. Ich habe dazu auch ein Kapitel geschrieben, das steht kostenfrei im Flow Campus zur Verfügung. Hier könnt ihr euch unten auch downloaden. Nee, nicht downloaden, ihr könnt euch da kostenlos registrieren und dann könnt ihr da reingehen. Ja, könnt es auch downloaden, wenn ihr wollt, ausdrucken. Das zentrale Moment der Identität, wer ist man und wenn ja, wie viele? Da geht es darum, dass man eine Narration findet, mit der man sich selbst gerne beschreibt. Und was andere einem abnehmen. Nur in dieser Kombination, also was erzähle ich von mir, wer ich bin und nehme mir das andere auch ab, daraus generiert sich sowas wie Identität. Und dann finde ich quasi zu mir selbst und weiß, wer ich bin, welche Werte ich habe, was andere Menschen mir auch abnehmen. Und daraus resultiert das, was man Authentizität nennt. Wenn man denn also im Netz sich darstellen will oder es geht mir gar nicht um diese Ich-AG oder irgendwas zu vermarkten, was man selber gar nicht will, sondern es geht darum, eine Stimme zu haben, eine Stimme zu finden im Internet. Eine möglichst authentische Stimme deiner selbst, die man über verschiedene Kanäle dann formuliert. Wenn dieses Netz solch eine Dominanz hat und wir uns dort in diesem Netz halt auch verbal oder visuell oder auditiv, je nachdem, welche Formate einem selbst persönlich am besten liegen. Wenn man sich da einbringen will in dieser Weltgesellschaft, dann ist es sehr hilfreich und das merkt man den Leuten immer an, wenn sie halt nicht authentisch sind, wenn sie keine eigene Haltung haben, um diese Stimme zu finden. Dafür habe ich diese Learning Model Canvas entwickelt. Im Grunde kann man sich diese Canvas genauso arbeiten wie die Business Model Canvas, nur dass es jetzt um einen selbst geht. Also wie kann man lernen, A, sich selbst zu finden, B, sich in dieser Netzwerkgesellschaft zu bewegen und C, sich dann auch adäquat einzubringen. Darum ging dieser ganze Flowshower. So, und worum es jetzt geht, ist im Grunde herauszufinden, was ist dein Wert? Und zwar an dieser Schnittstelle von deinem Selbstreflexiv, also wer bist du? Und auf der anderen Seite und eine Schnittstelle dann zur Selbstdarstellung, also wie präsentierst du dich im Netz, so dass man dich als potenzieller Netzwerkknoten dort auch verstehen kann oder sehen kann, deine Identität wirklich sieht und dich auch als wertvollen Netzwerkknoten begreift. So, also, und da geht es darum, seine Stimme zu finden und das ist der Wert, also das, was ich hier als Wert bezeichne, in, wie gesagt, Business Model Canvas, daran orientiert. Und die
Zentrale, für wen macht man das? Es ist einmal für sich selbst, um halt sich selber irgendwie auch wertvoll da einzubringen, also die Gesellschaft mitzugestalten, und zwar konstruktiv. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich auch einen gewissen Adressaten, also eine Zielgruppe, die man bespielen will oder denen man einen Mehrwert bringen will. Und dafür ist es sehr hilfreich, sich erstmal selber Gedanken zu machen, wo man denn hin will. Und das war die Frage halt von diesem jungen Mann, der mich da kontaktiert hatte. So, und die Frage ist halt, wie findest du deinen Wert, also diese Schnittstelle, an der du dich einerseits selbst reflektierst, deine Identität, und andererseits darstellen kannst, so, dass andere dir das auch abnehmen. Und was ich empfehlen würde, ist halt zu diesem selbstreflexiven Prozess, dass man sich da halt bestimmte Herausforderungen selber setzt. Also was ist dir persönlich am wichtigsten und wie kannst du diesen Herausforderungen, sei es jetzt irgendwie einen Job zu finden, wäre eine Herausforderung, oder vielleicht einen Beitrag zu leisten zur nachhaltigen Welt, oder für viele in der jüngeren Generation ist auch Work-Life-Balance durchaus ein Thema. Wie kommst du dahin? Wie kannst du das A, selber reflektieren, und B, das auch zu einem Kern deiner Identität machen. So, und das ist halt die Frage. Und leider wird man auch erstmal eine ganze Weile darüber arbeiten müssen, bevor man zu der Work-Life-Balance kommt, weil man sich halt wirklich damit beschäftigen muss. Was heißt das eigentlich? So, und die Frage ist halt, wie kannst du eine Lösung dafür finden für deine drei Herausforderungen? Kannst du auch erstmal mit einer anfangen. Ist vielleicht einfacher als gleich mit dreien. Und wie könntest du diesen Herausforderungen in deiner eigenen Online-Umgebung, die du dir selber schaffst, wie kannst du denen begegnen? Und die Frage ist, du musst für dich selber halt jetzt herausfinden, wie kannst du dir für deine Herausforderung ein Setting zusammenstellen, um vielleicht mal mit drei Komponenten diese Herausforderung anzugehen und dann auch darüber zu berichten. Warum beschäftigst du dich damit? Wie bist du vorgegangen? Das sind Sachen, mit die man formulieren kann, die man visuell darstellen kann. Man kann Fotos machen, man kann einen Podcast filmen, man kann Leute interviewen, was auch immer. Und das wird dann langsam deine Erzählung. Und wenn du Glück hast und es so darstellst, dass andere da vielleicht auch der ein oder andere das interessant findet, dann hast du auch schon deine Zielgruppe, die dir Feedback gibt und dir sagt, okay, das fand ich gut, da kannst du mal mehr drüber erzählen, oder vielleicht hilft dir ja das, und dir dann einen Tipp geben. Und so fängt man an, sein Netzwerk aufzubauen. So, und das ist halt dann im Grunde das, was man sich dann erarbeiten muss. Man braucht halt einen bestimmten Rhythmus, man braucht eine bestimmte Kontinuität, man braucht bestimmte Aktivitäten, die man halt immer wieder macht, um sich zu zwingen, in diesen Kreislauf zu verfahren, um sich dieser gesetzten Herausforderung langsam in die Richtung zu begeben. So, und dann auf der anderen Seite ist halt dann die große Frage, über welche Kanäle willst du das publizieren, damit du halt, und das würde ich jedem empfehlen, damit man eben auch auf die kollektive Intelligenz anderer zugreifen kann, dass sie dir Feedback geben. Weil nur wenn sie dir Feedback geben, wirst du wissen, ob das deine Identität tatsächlich ist, ob du das bist oder ob du da nur irgendwas irgendwie darstellen willst, wo überhaupt keine Resonanz in dir vorhanden ist, die dir andere abnehmen. Man kann sich damit beschäftigen, welche Netzwerke führst du als Netzwerkknoten zusammen. Auch da geht es darum, dass du dich halt, sagen wir mal, in zwei verschiedenen Netzwerken bewegst. Einmal in einem beruflichen Kontext und andererseits wegen mir in einem privaten Kontext. Und versuche dort genau deine Identität zusammenzubringen. Du kannst dort im Rahmen eines Vereins, im Rahmen eines Fußballvereins oder was auch immer, kannst du sehr wohl mit neuen Medien arbeiten. Das macht manchmal sogar mehr Spaß als im beruflichen Kontext. Und dort bestimmte Erfahrungen sammeln und diese Erfahrungen dann in dein berufliches Netzwerk hinein mitnehmen und hineintragen. Und damit wirst du wertvoll, weil wenn du dann berichten kannst, ja, wir haben das im Fußballverein so gelöst und wir hatten das ging ziemlich gut und es war sehr erfolgreich und effizient und was weiß ich, wirst du in deinem beruflichen Netzwerk auf einmal sehr wertvoll sein mit diesem Know-how. Und das ist das, was man begreifen muss, diese verschiedene Netzwerke, also im Sinne dieser drei Herausforderungen, zu kombinieren und miteinander zu verzahnen. Das ist im Grunde die große Herausforderung. Du kannst hier unten für dich selber noch feststellen, welche Hürden du nehmen musst. Also ich habe mich auch immer sehr schwer getan mit Videos. Ich bin eigentlich kein Mensch, der unbedingt vor die Kamera will
und den es dahin zieht. Aber im Laufe der Jahre habe ich das gelernt und damit umzugehen, weil es offenbar welche gibt, Personen gibt, die das gut finden. Und auf der anderen Seite, was ist der Gewinn davon? Ja, es ist neben diesem, dass du gehört wirst, was ein schönes Gefühl ist, und dass du einen Beitrag leisten kannst zur Gesellschaft, kann es dich auch weiterbringen, auch wiederum mit Blick auf eine Herausforderung, vielleicht zu einer neuen beruflichen Challenge oder zu vielleicht auch zu deinem privaten Glück, wer weiß. Versuch dir das mal zu vergegenwärtigen, spiel ein bisschen damit rum. Und das würde ich dir empfehlen und fang halt damit an. Das ist das Zentrale. Wie kannst du damit Menschen gewinnen und gleichzeitig deine Herausforderungen angehen? So, macht's gut. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir einfach. Ich versuche mein Bestes. Bis dahin, bye bye. Ciao. Ah, und was immer alle anderen sagen in ihren YouTube-Videos, ihr könnt mich ruhig abonnieren und ihr könnt auch einen Daumen hoch setzen. Das ist nämlich gut fürs Karma. Bis dahin, bye bye. Ciao.